Die Stadt Jever ist die Kreisstadt des Landkreises Friesland, liegt im Nordosten der ostfriesischen Halbinsel und ist staatlich anerkannter Erholungsort. Die Stadt wird auch gerne mal Marienstadt genannt. Das liegt an Fräulein Maria, die letzte Herrin von Jever, die der Stadt 1536 die Stadtrechte verliehen hat. Doch das ist lange her. Heute ist Jever Anziehungspunkt für viele Touristen. Vor allem, so sagte man mir, wenn es regnet. Denn in Jever gibt es unter anderem viele interessante Museen. Aber auch draußen kann man so einiges machen. In der Altstadt finden regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel das Altstadtfest im August oder der Brüllmarkt im Oktober. Da gibt's einen Einblick in die Landwirtschaft. Tiere sind auch dabei, die man streicheln kann, und die Geschäfte, Restaurants und Cafés haben geöffnet. Und wenn es Nacht wird in Jever, dann kommt er. Heinz-Georg Wendel ist einer von drei Nachtwächtern in Jever. Er führt Touristen in traditioneller Kluft durch die Stadt und erzählt zum Beispiel Wissenswertes über das Fräulein Maria und die Entstehung der Stadt. Und er hat auch in tiefster Dunkelheit die ein oder andere Anekdote parat. Zum Beispiel, was es mit diesem Gitterkasten hier an den Wallanlagen auf sich hat. Hier an diesem Gerät sollte niemand zu Tode kommen. Aber es wurden Strafen verhängt. Für Verfehlungen, die der ein oder andere Bürger begangen hat. In diesen WIP-Galgen wurden aber auch die leichten Mädchen eingesperrt. Und das passierte immer sonntags morgens. Dann gingen die Männer nicht mehr in die Kirche, dann gingen die in den Schwarzen Bären, holten sich ein Krug Bier und stellten sich hier oben auf den Wall und warteten, was wohl passieren würde. Und irgendwann kam dann auch der Wagen mit dem leichten Mädchen. Leicht bekleidet, dünnes Leinenzeug, ohne Unterwäsche, rein in den Wippgang. Und dann ging der Kasten in das Wasser. Meine Damen, ich brauche Ihnen nicht erzählen, was mit dünnem Leinenzeug passiert, wenn es nass wird. Es wird fast durchsichtig. Und wenn dann der Kasten das erste Mal wieder hochkam, dann war hier der Teufel los. Nochmal, nochmal.